der Flammenwerfer kann nicht so weit. Kannst du bitte verbrennen? Alter. Okay, es ist so weit weg vom Flammenwerfer. Warum denn? Hat mich getroffen? Du das Loch durch? Nee, nee, erst gut. Ich weiß gar nicht, wie ich hier überhaupt in irgendeiner Form. Nee, das will ich nicht. In welchen Sphären ich mich jetzt gerade drehe, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Warte mal. Von da bin ich gekommen. Das ist ein bisschen übel. Na, guck mal hier. Okay, then. Ganz ruhig landen. Danke. Schwerelosigkeit deaktiviert. Turbinen ausschalten. Wenn ich die Tür aufmache und die nicht aus ist, zieht es mich bestimmt ein bisschen näher ran. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Honig in meinen Tee, Leute. Nein, ich warte noch, ist noch zu heiß. Ich weiß auch nicht wofür, aber ich mache das mal aus, ne? Das mal ausschalten. So. Weiter geht's. Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Aha. Was auch immer das heißt. Ich habe die Turbine noch gerade ausgeschalten. So. Warnung. Thermodynamische Reinigung. Geht es auch damit? Halten Sie
Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Geht doch. Ah, easy. Da wird mir Stase, glaube ich, nicht helfen, ne? Scheißdreck. Gut. Ich rüste mal kurz eine Waffe aus. Die Munition jetzt so viel wert ist. Auf den Bums. Das kann doch wohl nicht sein. Wie schnell kann man bitte? Das war schon wieder zu knapp, ne? Das war mir alles schon wieder zu heikel gerade. Bin ich ehrlich. Haben die überhaupt her, Alter? Die stehen da irgendwo in der dreckigen Mistdüse oder was und verbrennen nicht? Also. Manchmal frage ich mich auch. Brauchen keinen Sauerstoff. Können durch die Schwerelosigkeit gaukeln. Jetzt können sie auch noch Feuer überleben oder was? Nirgendwo sicher ist vor den Mistviechern. Warte mal. Hä, was? Thermodynamische Reinigungsgeräte. Ich bin automatisch jetzt wieder darüber gegangen. Weil alles andere ja nicht auswählbar ist. Ja, stimmt. Haha. Auf zum Maschinenraum. Tschüss, Jungs. Bevor wir in den Aufzug steigen. Gott, es ist alles irgendwo ein Lager mit Aufzug. Warum? Warum bist du nicht gestartet? Wo kam er jetzt wieder? Ist er, wo kam er denn schon wieder her? Ist er aus irgendeinem Lüftungsschacht wieder gefallen oder was? Junge, du ahnst es nicht. So, take it simple. Geht auch, okay, cool. Textlog. Dieses Handbuch ist auf der Seite des Kapitels Thermodynamische Reinigungsgeräte, Wartung und Instandhaltung geöffnet. Der Abschnitt Anmerkungen wurde folgendermaßen ergänzt. Ich habe alle Regler aus den Reinigungsgeräten entfernt und so weit wie möglich aufgedreht. Verrückt, aber das ist alles, was ich tun kann. So sollte zumindest ein Teil des Gases verbrennen, denke ich. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich muss alles versuchen zu sehen, wie Hidaka ihre eigene Lunge auskotzt. Ich kann nicht, das kann nicht. Das kann nicht ich sein. Oh Gott, hilf uns. Ja. Also, wenn hier einer drin war, ist er weg. Und es ist sehr blutig hier auch. Gut, aber ein Aufzug, ne?
So. Wer wettet denn mir, dass hier gleich wieder auf der, hinter der Tür was steht? Ja! Hashtag, ich habe keine Stase mehr. Das kann doch wohl nicht sein. Ich glaube, mit dem scheiß Fräser kann man daneben schießen. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie und Abstand immer zu den Filtrationsrohren. Der Schnitter ist einer meiner liebsten Waffen geworden mittlerweile, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. So, nach oben. Nach unten. Total lustig, oha. Alle gelacht. Warum werden wir, das ist wirklich durch dieses blöde Artefakt, ne? Ja, langsam durchdrehen. Langsam richtig dolle. Ich hab mich gerade erschrocken. Ran. Ah. Mal vorher wissen sollen. Welche krasse Abkürzung haben wir jetzt hier genommen? Sterben. Warum komme ich? Ja, das ist doch wieder geil, Alter. Was willst du denn da auch machen, Alter? Hashtag kommst du nicht weg. Gott sei Dank habe ich keinen Speicherpunkt gehabt, aber ich denke mal, es wird ein automatischer Speicherpunkt gewesen sein. Hoffe ich für dich, du Drecksgame. Okay, das können wir erstmal getrost vergessen. Das wird Gaune springen. Dass ich keine Stase mehr habe, ne? Das ist so richtig dumm. Hier könnte ich den Sauerstoff mal verkaufen. Bisschen Schmott in der Tasche. Okay, Leute. Es wird lustig. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ich
kannst du doch nicht einfach so... Jetzt alles war Schleim, perfekt, Alter. Das interessiert ihn doch einfach gar nicht, ne? Ich knall den volles Brett da rein. Nervt mich ganz schön, Alter. Warte kurz, muss nachladen. Und deinen hässlichen Unterbauch, ne? Das interessiert ihn einfach nicht. Richtig. Jo, alle? Kannst du bitte sterben? Fresse, Alter, ernsthaft. Quarantäne aufgehoben. Oh Gott. Jetzt muss ich mir erstmal kurz Honig in meinen Tee machen, sonst drehe ich völlig durch. Ist schon sehr, ist wirklich unbeeindruckend, ne? Also, ja, ich habe ja gesehen, dass man auf seinen scheiß Arsch schießen muss und das hat auch die ganze Zeit geblutet, so gelblich. Die Waffe, mit der ich geschossen habe, dieser Bergbaulaser, macht 400 Schaden. 400. Und es hat ihn einfach nicht, einfach gar nicht interessiert. Oh, jo. Kommt mir mal der Mock hoch, ne? Und die Munition ja auch so viel und oft findet. Zumal ich jetzt schon wieder fast am Arsch bin. Hier will man, glaube ich, wegrennen von dem Scheißvieh. Weil man hier durch das Kackgemüse auf dem Boden auch noch langsamer ist. Und ich garantiere euch, das war's noch nicht. Hier wird noch genug Scheiß rumstromern. Dann kannst du bitte die Nase von meinem Tee lassen, auch wenn da Honig drin ist. So, den setzen wir jetzt erstmal noch nicht ein, weil dann passiert wieder irgendeine Scheiße, die der Herr nicht will. Wenn du so noch abgedankt bist, kannst du noch kannst du echt nur froh sein. Musst du dich jetzt da hinsetzen, Julian? Er sitzt quasi vor meinem Mauspad. Na, ja, guck mal, hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist die Stasi-Aufladung, die ich brauchte. Sitzt der auf meinem Katzen, ne? Ich versteh's nicht. So. Was haben wir hier noch? Stasezone ist egal. So. Rüsten wir doch mal eine Waffe auf, wo wir noch Munition für haben. Oder relativ häufig bekommen. Ripperklinge halten einen zusätzlichen Querschläger. Da brauche ich ja auch nur die gesamten 5 Punkte, um bis ran zu skillen. Also echt. Die Strahlenkanone macht 175 Schaden.